Na war ja, alles okay bei dir? Alles gut. Ich habe meine Waffen geübt. Komm mal her zu mir. Was gibt's? Irgendwas gefunden? Ah, lauf mal denselben Weg ab, den ich gerade laufe. Hörst du das? Das Metall. Naja, da ist irgendwas unter dem Sand. Ich habe zwar jetzt keine Schaufel dabei, aber Ja, aber was ist da? also Anzeichen für einen Absturz hier in der Nähe mit irgendwelchen Wrackteilen habe ich auch nicht gesehen. Wobei, wenn hier wieder mein Sandsturm lange gefegt ist, vielleicht. So viele gibt es hier auf Daymar tatsächlich gar nicht. Aber die letzten Male, wo ich hier war, habe ich das jedenfalls noch nicht registriert. Und das letzte Mal, dass hier das SFK im Wolf Point Lager bezogen hat, das war. Gut, das ist ein halbes Jahr her, aber. Das wirkt auf jeden Fall groß, also es könnte auf jeden Fall ein Schiff sein. Oder eine andere Struktur unterirdisch immer. Vielleicht hier ist eine Platte, die hier so drin verläuft. Ja, ich werde mal den Scanner im Schiff anschmeißen, mal schauen, was der ausspuckt. Soll ich mit reinkommen? Ja, kannst du machen. So oder so, selbst wenn das, wenn da was ist, wir werden das jetzt heute nicht ausbuddeln. So. Dann schaue ich mal. Nicht? Also, der Scanner sagt zwar schon, dass sich da irgendetwas Unnatürliches befindet, aber es ist halt nicht sehr groß, wie du schon sagtest, so eine Art Platte. Es ist dünn. Kann sein, dass die Leute, die das Wolf, den Wolf Point früher da modular hingestellt haben, dass sie hier mal irgendwie mehr stehen hatten und das ist ein Teil, das sie vergessen haben, kann ja auch sein. Aber mich wundert, dass das. Ich werde es mir auf jeden Fall notieren und mal schauen, vielleicht weiß ja irgendjemand auf Grimax was darüber. Okay, bist du angeschnallt? Jo. Dann werden wir jetzt starten. Ich muss auf jeden Fall nochmal zu Dampers Depot drüben in Grimhex. Was eintauschen und dann. Ja. Werde ich vielleicht nochmal in der O38 was weiteres trinken. Wenn du Lust hast, können wir gerne uns da noch ein bisschen hinsetzen.
Ja, why not? Ich hab eh noch nicht wirklich was zu tun, bis wir das Training wieder anfangen. Für die A-Corp-Sache, wenn ich in den nächsten Tagen losfliege, dann schicke ich dir privat auf der Mobilglas einmal die Benachrichtigung. Ja, das gibt es. Kriegen wir schon. Und die RFE, also die Rudelführungsebene, wird Bescheid wissen. Ne? Du bist dann für den Zeitraum auf jeden Fall befreit und dann bringe ich dich zurück nach Microtech danach. Mhm. Also nimm am besten auch all dein privates Zeug mit, dass du wieder nach Port Tressler mal bringen willst. Das können wir dann hier an Bord des Schiffes verlagern. Hast du Familie in Hawaii? Ja, tatsächlich. Keine Geschwister, aber Mutter und Vater. Auch hier in Stanton? Wie bitte? Kommen die hier aus Stanton? Leben die hier? Nee, Banshee. Ah, das Banshee-System. Das Banshee-System, ja. Lorona. Da schön den Tunnel von Kessil, da bin ich aufgewachsen. Ich war leider noch nie in dem System, aber ich fand den Namen immer sehr, sehr schön. Es ist nicht schön dort. Ist es nicht? Also, ich bin ehrlich, du gehst an die Oberfläche, du wirst von Strahlung getötet, du gehst ein paar Tage. Es macht auch keinen Spaß. Und vor allem, wenn du dort nicht aufgewachsen bist, würde ich behaupten, gibt es kaum ein schweres Labyrinth als die Tunnel von Lorona, weil da gab es früher ganz viele Mining Expeditions hin, die haben einfach sich durchgebaut, wie sie lustig waren. Okay, halte ich fest. QT in 3, 2, 1, Sprung jetzt. Ah, es gibt natürlich eine Sache, eine einzige Sache, für die es sich lohnt, dahin zu kommen. Erzähl. Es gibt dort ein sehr, sehr gutes Gebäck. Heufrempe heißt das. Und stellt meine Familie her. Das ist dort ein Traditionsessen. Und du kannst verstehen, es ist eine süße oder pikante Blätterteigtasche. Und das mag etwas komisch klingen, aber durch die ganzen, durch ganze Radioaktivität, die dort ist, ist die Hefe, mit der es gebacken wird, die hat einen sehr, sehr einzigartigen Geschmack. Das Ganze verleiht dem auch noch eine gewisse aromatische Würzigkeit. Das ist auch der einzige Grund, wieso es Leute in diesem System gibt. Und halt, weil es reich an Mineralien ist, aus dem will da keiner leben. Wie viele Planeten habt ihr da? Also, ich mein 4. Also ähnlich wie hier. Ja, die Frage ist, kann man es als Planeten zählen? Okay, ja. Wahrscheinlich also, auch nicht alle habitabel, ne? Nehme ich an. An sich ist davon keiner habitabel. Okay. Man hat die nur halt habitabel gemacht. Wir haben... Terraforming. Ja. Nee, Terraform funktioniert nicht. Also es gibt 4 Planeten dort. Ja. Menschi 1 bis 4 und lass mich kurz nachgucken. Ich komme aber auch nicht aus Stanton. Ja. Der erste ist zwar sehr reich an Mineralien, genauso wie der zweite. Der dritte, daher komme ich halt, der ist auch reich an Mineralien. Mhm. In der 4 ist nur ein Eisplanet. An sich sind die ersten beiden richtig schön. Das Problem ist nur, die umkreisen die Sonne so nah, dass jeder, wirklich jeder, der sich da draufsetzt, auch nur einen Fuß draufsetzt, du kannst noch so gutes Schiff haben, du bist einfach weggebraten von der Strahlung. Hm. Hilft nichts gegen nichts. Unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Wo kommst du denn? Ich komme aus dem Kiel-System. Aber ich frage mich am besten nichts darüber. Ich bin damit. In jungen Jahren bin ich dort weg. Und dann bin ich hier gelandet. Ich bin quasi
Ja, wie soll ich das sagen? Es gab da diese. Hier auf dem Planeten Hurston gibt es eine Dienstleisterfirma namens Crops, also Crows and Porters Service Company. Und die war dafür berüchtigt, dass sie junge Kinder in unterschiedlichen Systemen anbot oder beziehungsweise ihnen nicht die Wahl ließ, mit ihnen neues Personal darzustellen oder als solches ausgebildet zu werden und hier nach Stanton zu kommen, um dieser Ausbildung dann quasi entgegenzutreten. Das ist nicht schön, ne? Ja, mein Onkel, also Lars Gunnarsson, der hatte mich dann tatsächlich, noch bevor ich überhaupt in Hurston ankam, hatte den Frachter abgefangen. Ja, und dann hatte ich das Glück, dass ich einer der wenigen, also mitsamt allen anderen, die an Bord von diesem Frachter waren, aber insgesamt einer der wenigen war, die Gelegenheit hatten, nicht in Hurston, dann bei Crops in deren Lagern erzogen zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Crops schon mal gehört, die bieten ja wirklich irgendwie Personal an anderen Firmen und die leisten auch gute Arbeit, ne? Die haben einen sehr, sehr angesehenen Ruf, aber viele wollen es einfach nicht wahrhaben, vor allem die Hurston-Familie will es nicht wahrhaben, woher diese Arbeitskräfte eigentlich kommen. Aber Kielsystem, vielleicht, du kennst doch sicherlich die IAE, die Expo. Die große Messe, genau. Und wir haben ja hier, also ist ja jetzt auch bald wieder, wir haben ja hier in Stanton ja auch immer mal wieder eine Satellitenveranstaltung, wenn das stattfindet. Der richtige Intergalactic Aerospace, die findet in Airy City auf Severus statt, also Kiel 3. Das ist auch der Planet, auf dem ich zurückgekommen bin. Okay, wir sind gelandet. Ja, Die Expo ist schon was Cooles. Ich werde mich hier an Bord einmal umziehen und dann können wir, wenn du willst, über den Frachtraum. Ja, ist gut. Ich, mein Zeug geht damit nicht. Hast du alles, was du brauchst? Habe ich. Also ich habe jetzt alles von hier mit. Auch. Wahrscheinlich, das sind deine Klamotten sind ja wahrscheinlich hier ja, auf der Station. Ja, die hinten meiner Kapsel. Ja. Okay, dann öffne ich immer den Cargo. Normalerweise steht hier immer ein Fahrzeug drin. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal, bevor wir nach Arkop verreisen, wieder raufladen. Das ist gut, ein Fahrzeug dabei zu haben. Ja, wobei ich meine. Spart einem Laufen. Ich meine, in Area 18 werden wir das nicht brauchen, ne? Da werden wir das gar nicht erst richtig absetzen können. So dicht und schmal, wie dort die Landemöglichkeiten sind und dann halt nur der Spaceport. Ja. Also auf der einen Seite gefällt mir Area 18. Auf der anderen Seite mag ich es nicht gar nicht. So, weil. Also von der Dichte her erinnert mich es halt an zu Hause, aber. Es ist ein Unterschied, ob du durch radioaktive Gänge kriechst oder ob du durch eine Megastadt läufst. Ja, ich meine, der ganze Planet Arkop ist ja Stadt, ne? Ja, deswegen. Und das ist zu groß. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Na war ja? Ja. Treffen uns in der Bar gleich, wenn du dich umgezogen hast. Können wir machen. Alles klar. Ja, ich komm noch hier mit runter und dann. Ja, ich hab schon mal den Aufzug geholt. Danke. Wie findest du Grimhex? War doch. Grimhex hat was. Das ist so ähnlich, als wenn man in so einen Außenposten geht irgendwie. Das ist es ja auch an sich. Wir sehen uns, ne? Bis gleich. Jo.
Jace, hier bin ich wieder. Heute ja, Whisky, aber ohne das Cola-Zeug da drin. So, Trevor schon gesagt, dass ich, wenn ich jetzt aus meinen Geschäften jetzt in den nächsten Tagen wieder da bin, selbst wieder an der Tür stehe nach langer Zeit. Ja. Prost. Jo. Mazel Tov. Sag mal, waren die Daten jetzt eigentlich erfolgreich? Ja, genau. Ich habe jetzt die Koordinaten von dem Komponentenfriedhof und werde da jetzt wahrscheinlich in wenigen Stunden nochmal hinfliegen, um was mitzunehmen. Aber ich muss vorher noch was abklären, bevor ich da einfach so hinfliege, weil ich brauche die Berechtigung des Besitzers. Der hat da nämlich so ein paar Dinge installiert, die sind nicht so freundlich, wenn du dich nicht vorher angemeldet hast. Warte, hören wir nämlich an. Hast du schon mal ein Schiff zusammengebastelt? Also ein komplettes Schiff? Nein. Das kann ich jetzt schon mal so ab. Das ist auch. Nee, so richtig nicht. Alles, was ich mal gemacht habe, einen improvisierten Sprengsatz zu basteln, weil einer meiner Zünder, einer meiner Bomben, der hatte eine Missfunktion. Und das Ding wäre mir beinahe komplett um die Ohren geflogen, im Schiff drin. Ob an einer Size 5 Bombe ist das nicht witzig. Vor allen Dingen, wenn daneben noch 9 weitere stehen. Hast du das hier in Stanton gemacht? Oder? Nee, das war, da war ich auf der US Sebek, das ist im Virtual System. Das war ziemlich heikel damals. Sag mal, hast du schon mal diesen Wallace Klemm hier kennengelernt? Unten im Keller von Grimmix? Du meinst diesen unfreundlichen Typ mit den ganzen komischen Narben? Du meinst seine Widow-Einstichlöcher?
Ja, seine, die, genau seine die. Zugänge. Ja, der immer dieses richtig tolle Lied über den. Was ist es? Über den. Über irgendeinen Powerplant oder so singt? Hast du den also schon mal ich, singen gehört? Ich habe ihn schon mal gesehen, aber als er gemacht hat, mich beleidigen. Okay. Ja, aber der gute Klim, du, der. Wallace ist ein. Ist ein bekanntes Gesicht hier auf Grimax, also. Das glaube ich. Der kann auch mal ganz gut behilflich sein, wenn du irgendwie. Ja, wenn du. Wenn du so ein paar alte Schrottteile. Da vielleicht irgendwas loswerden willst an diesen Schrottteilen, die. Damit sie nicht mehr trackbar werden. Gerade wenn. Weiß ich nicht, das kann mal sein, dass dich irgendjemand verfolgt und an deinem Schiff sind irgendwelche Tracking-Beacons angebracht, die du nicht loswerden kannst, weil du das technische Hintergrundwissen dafür nicht besitzt, dann setzt Wallace sich mit Ruto in Verbindung und die beiden lassen sich was einfallen, wie Wallace dann das Ding da entfernt. Also nicht schlecht. Also die Kontakte auf jeden Fall hier auf Grimax, die sind speziell. Ja, die wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Schwarzmarktbereich sein, ne? Vieles hier ist sehr zwielichtig, da hast du recht, genau. Aber man darf nicht vergessen, ne, hier leben auch noch genügend Leute noch von Evelyn Structures früher, die hier noch geblieben sind. Aufrichtige Bergbauer sind hier auch noch unterwegs. Also es ist zwar nicht mehr wirklich diese Montageheimat, wie sie es eigentlich mal sein sollte. Ne, und mittlerweile ist das ja alles auch unter einem ganz anderen Hut. Aber doch, ja, einige von den Leuten hier, die haben dann schon ein bisschen Dreck am Stecken. Mit zwielichtigen Gestalten habe ich eigentlich kein Problem an sich. Ich meine, weißt du, die Crusader Security, die traut sich hier auch nicht irgendwie hinzugehen, ne? Die sagt ja auch in der Öffentlichkeit, ja, Grimax, klar. Piraten, Schmuggler und so, die treffen sich hier bestimmt gerne. Die nehmen das hier so ein bisschen als Hubzentrum, aber die Crusader Security meint auch, die werden da jetzt nicht alleine gegen vorgehen. Die sollen da, ne, so können sie die wenigstens auch irgendwie, wissen sie, da sind sie und da sollen sie bleiben. Als würden die hier jetzt irgendwelche großen Razzien durchführen, weil die ganzen anderen Konzerne sollen ihnen dabei helfen. Das haben sie selbst gesagt. Crusader Security meinte, ohne die Hilfe der anderen Konzerne wollen die hier gar nicht reingehen. Aber die anderen Konzerne meinen, das ist das Problem von Crusader. Das ist hier in deren Planetensystem. Und Crusader meint, nein, das ist das Problem von ganz Stanton. Und wenn, dann muss ganz Stanton halt gemeinsam dagegen vorgehen. Aber das tut halt niemand. Und die lassen uns in Frieden. Wir lassen... Also... Die meisten lassen sie auch in Frieden, bis auf vielleicht ein paar Leute, die hier so unterwegs sind. Aber ja, ist halt, es existiert halt. Grimax ist so der schwarze Fleck im Crusader-System. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Offiziell war die UI früher ein Menschen anwesend, aber es gab nie einen Flottenstützpunkt, nie irgendwas. So. Weil was interessiert irgendjemanden ein System, in dem du nicht leben kannst? Ja, das stimmt. Und klar, da gibt's auch Schmugglerringe, also das haben wir genug. Ich meine, Schmuggler hast du wahrscheinlich überall, ne? Ja, überall da, wo man damit Geld machen kann. Ja. Hörst du viel Radio? Nee, ich kaum. Kaum? Da gibt es so einen guten Sender, ja. Der, also Radio Infinity. Ich glaube, die senden aus Arkop tatsächlich. Also wenn wir nach Area 18 fliegen, werden wir das bestimmt irgendwie auf die Brücke bekommen. Aber. Und hier auf Grimax hast du halt Grimnik Radio, ne? Aber das ist ja irgendwie so. Weiß ich nicht. Fühlt sich für mich immer ein bisschen wie so ein Spaßkanal an. Ja. Ja, manche Leute hier auf Grimax sind einfach nur zu fit oben. Ja, also Widow ist hier sicherlich schon mal irgendwie, ich meine, weißt du, wenn wir hier an der Tür stehen, Trevor sagt uns auch immer, man sieht den Leuten, die Widow nehmen, ja an, dass sie Widow nehmen, ne? Die haben ja dann diese, die bekommen ja dann oftmals auch diese dunkel gefärbten Adern, haben dann oftmals auch so Zugänge. Ich meine, das beste Beispiel haben wir ja schon erwähnt. Aber das ist halt, die sind halt hier und wir lassen sie halt trotzdem rein. Anders, wenn wir jetzt an der Voyager Bar stehen würden, was wir auch schon mal getan haben, in Orison, das wäre halt totales No-Go, ne? Also die Leute würden wir hochkant rausschmeißen.
Das gleiche auch in der Wallace Bar. Da will man das auch nicht sehen. Und auf den meisten Orbitalstationen, dort in diesen kleinen Minibars, die dort immer eingebaut sind, da wollen die das auch nicht sehen. Aber hier auf Grimax, das ist halt kein Problem. Wenn die sich halt nicht benehmen, dann ist das der Grund, weshalb sie rausfliegen und nicht, weil sie halt eben sich Widow spritzen. Aber das heißt gar nicht, dass ich Widow so gut finde. Ich selbst bin eigentlich überhaupt gar kein Fan davon. Und auch während der Dienstzeit ist das auch eher nur hinderlich. Also ich würde echt raten, von diesen Drogen fernzuhalten. Ne? Gerade wir auch als Tür, also wir von Tür müssen da auch als Vorbildfunktion anderen natürlich gegenüber ein bisschen... Ja, wir müssen unseren Kunden zeigen, dass wir halt eben keine Drogenabhängigen sind. Auch wenn viele von uns oder das Unternehmen selbst sich ja hier gegründet hat, müssen wir denen so ein bisschen das Gefühl geben, dass wir trotzdem professionell arbeiten. Und wenn die uns damit irgendwie entdecken würden, dass wir da mit so einem Drogenpaket rumlaufen oder uns irgendwie Widow spritzen in der Ecke, dann ist das halt für uns alle schlecht, ne? Mhm. Ich werde gleich nochmal ein Getränk runter zu Klim bringen. Hast du was mitzukommen? Ja, why not? Okay. Dann kann ich den Typen mal kennenlernen. Wer weiß, ob man das will. Mhm. So, Jace, die geht alles auf Tears Kappe, weiß ja Bescheid, ne? Sagt Trevor, dass ich ihm nochmal aufs Mobi schreibe. Und ja, ich brauche nochmal das für Klim. Du weißt ja, was er will. Evening. What can I tell you for? Ja, weißt du, das Cuba Libre will er immer. Yep, coming right up. Ja, Wallace Klim und sein Cuba Libre. Danke dir. Bis später, ne? Okay. One second.